Goat Simulator Folge 2 und das wollte ich nochmal machen. Jetzt sein, ja. Au. Kriegt er nicht irgendwie einen Punkt dafür? Doch. Es ist immer noch, jetzt ist Michi die Ziege und Daniel die Gämse. Daniel sitzt daneben. So, was müssen wir hier machen? Gerne kind of a big ass combo. Musst du erstmal toppen, die letzte, die ich gemacht habe. Also du musst jetzt irgendwie mehrere Sprünge aneinander hängen. Okay. Also ich fand es künstlerisch wertvoller, aber gut. Ja, nur weil einer brannte. Kann ich denn hier bei deiner tollen Supermaus, kann ich hier die Intensity runterstellen mit so einem kecken Tastendruck? Du musst auf die Taste unterhalb des Mausrades drücken. Ja, ist mir schon sehr viel angenehmer, das ist nicht so hacketisch. Weißt du, ich kann da drauf, so Jim Kaner-mäßig. Jetzt dachte ich, was hat denn der Typ aus StarCraft damit zu tun? Jim Kaner. Warte mal. Ach. Das wäre übrigens StarCraft ja viel geiler, wenn das auch im Spiel mit drin wäre. Jim Kaner. Jim Rayner, da ist Jim Kaner. Das wäre echt so viel besser. Jetzt häng dich mal mit der Zunge doch vielleicht mal an. Aber wie geht das mit E? Mit E? Oh, das ist eine gute Idee. Warte mal. Mit Alt kannst du mähen. Nee, so nicht. Warte mal. Auch nicht. Geht es denn auch im Sprung? Sollte gehen. Nee, ich muss später springen. Oder früher, dass ich schon wieder weiter... Du kannst auch mit F die Zeitlupe anmachen, gell? Nee, warte. So. Wow. Ich finde, das sollte auch Punkte geben. Ich meine, du machst das ja hier wie so mit einem Springseil. Aber wenn man schon von dem Ding gerammt worden ist, dann ist wohl schlecht Auto lecken. Ich hänge in der Tür. Komm schon, Punkte, 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 Punkte. Aber mit Kombo hat das jetzt nicht viel zu tun. Na doch. Komm, das muss nur noch ungefähr 29 mal 1. Wie lange dauert das noch ungefähr? 3 Wochen? Das will ich 1000 haben. Ich möchte mich gerne... Wenn das bricht ja auch immer wieder ab zwischendurch. Also warte, das nächste Mal, wenn das zum nächsten Mal richtig hochgeschleudert wird, dann lasse ich los. Warte. In der Hoffnung, dass es mich dann im hohen Bogen... Sehe ich im Radkasten. Wie so ein Zombie. Komm, lass aus. Das ist doch... Ich lasse jetzt aus, warte. Gleich, wenn ich nochmal etwas mehr Spiel hätte. Ich kann nicht auslassen, ich hab schon losgelassen. Muss ich nicht an dieses... Drück mal E. Okay, doch. Jetzt. Eben hatte ich schon mal einmal losgelassen. Oh, jetzt kann man hier bei der Tanke kann man schon auch Quatsch machen. Ramm doch mal das Auto in die Zapfsäule. Und den Fahrer gleich mit. Ja. Der hat's noch nicht geschnallt. Wir nehmen Anlauf aus dem Inneren des Geschäfts. Dürfen eigentlich Ziegen in Tankstellen? Also ist es erlaubt? Jetzt komm schon, explodier. Gut. Ja, wie hier? Keine Reaktion. Ja, die Kombo hat gezählt, tatsächlich. Sie kommen jetzt Airtime mit. Airtime easy, that goat is kind of flying. Jetzt haben wir die Explosion gar nicht gesehen. Ein Replay wäre halt auch gut, oder? Warte mal. Komm schon von vorne, oder? Jetzt kommt der krasse Jojo-Trick. Du musst mähen.
Nein! Ich wollte das eigentlich mit, warte mal, ich hole die nochmal. Ich will eigentlich diese Ping-Pong-Kombo hinkriegen. Was? Dass die halt erst von dem einen Auto getroffen wird und dann vom Lastwagen. Die heißt Marie. Doris. Warte. Wo treffen sich denn die beiden? Das ist eine Sachaufgabe. Hefte raus, Klassenarbeit. Ein LKW mit... Ein hier LKW so. Ohne Anhänger fährt ja. mit 50 Meilen pro Stunde die Straße hinauf. Ihm entgegen kommt eine Ziege mit einer jungen Leichter an der Zunge. Wo muss ich die Ziege positionieren? Wo muss ich mich beschweren? Wo muss ich unterschreiben? Ah, scheiße. Ja, nochmal. Ich glaube, ich muss eher... So ein bisschen Abstand. So muss es eher sein. Warte, ich muss eigentlich auf der anderen Seite sein. Das Geile ist, wenn du... Warte, was nochmal? Das Fiese ist, wenn sie halt so wartet, bis das Auto kommt und dann mit dem Kopf so Richtung Boden runtergeht. So, ich hab hier gar nichts vor. Ich fresse nur das Gras. Das Uff. Backdoor an mit Kuh. So. Ach Mist, hast du sie jetzt losgelassen. Oh! Servus. Fliegt die denn jetzt hin? Ja, tschüss. Ich möchte aber hier trotzdem nochmal Quatsch mitmachen. Kann man hier nicht. Gibt es nicht irgendwas explodieren, dass man da rein. Du hast schon eine Tankstelle gesprengt. Ja, ich will mehr. Was gibt's hier? Streichholz und Benzinkanister. Was ist denn da hinten? Schau mal, da ist so ein Beam-Ding oder sowas. Was ist denn das? Ein virtueller Bacon oder was? Was sind das? Lick. Ein Bacon-Beacon. Oh. Okay. Was passiert, wenn ich den jetzt hier hinleg? Hinlick. Ich glaube nicht, dass da viel passiert. Irre. Drache. Was ist hier? Benzinkanister aber irgendwo raufschmeißen. Meinst du, da gibt es dann auch irgendwie DLC, so andere Skins für die Ziege oder andere Namen? Hoffentlich irgendwo, wo man extra für zahlen muss. Wir wollten ja eigentlich wieder so ein Running Gag machen mit, wie heißt eigentlich die Ziege. Und dann habe ich da extra bei Wikipedia recherchiert nach Prominenten, die den Namen Ziege im Namen tragen. Gibt keinen. Es gibt irgendwie drei Leute und davon kennt man tatsächlich nur Christian Ziege. Also diese ganze Schalmann und Schalten Hesten und Schalmer Hayek Nummer, die funktioniert hier nicht. Und das sage ich auch, den Entwicklern, auch mit Goat geht da. Ja, mit Goat habe ich jetzt nicht geschaut. Ich weiß nicht, gibt es berühmte Namen mit Goat? Goatbatschow, nee. Goatbusters. Oh, der versucht auszuweichen. Nochmal wieder fangen. Versuch doch mal hier deine Skills oder deine Aufträge zu erfüllen. Oh, ich mein, das ist ja hier immerhin kind of flying. 6 Sekunden. Da muss ich mich eigentlich davon rammen lassen. Also nicht Vollgas mit dem Benzinding in den Laster reinspringen. Das ist vor allem irgendwie auch so eine Schanze, dass du dann so Auftrieb kriegst. Das weißt. So, jetzt holen wir es so nochmal. Und dann springen und dich dann von dem... Und jetzt hoch. Und weg dort an. Wie mach ich das? Kuh. Ja, ist auch nicht so ganz funktioniert. Na, aber immerhin ist der Lastwagen explodiert. Erzählt das noch? Nee, ich flieg ja nicht. Was meinst du? Die Umdrehungen. 621. Tony Hawk ist gerade eben voll entsetzt. Was? Das muss ich toppen. Ja. Und steht wieder wie eine 1. Wir probieren das mal mit diesem Fliegen hier bei der Sprungschanze. Wo ist denn deine Sprung? Oh, Gasball, Gasflaschen.
einmal noch. Wie geht es mit Q, sagst du? Mit Q schaltest du Ragdoll ein und wieder aus. Jetzt pass auf, also nur erstmal hoch. Wie hast du das jetzt gemacht? Einfach loslassen. Blöderweise zählt er halt die Zeitlupe nicht irgendwie. Ja, 2 Sekunden. Reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. 3 Sekunden. 3 Sekunden. Aber geht's denn darum? Du musst 6 Sekunden in der Luft sein. Guck mal, hier ist doch irgendwas. Das sieht doch aus, als könnte man hier irgendwie rumfliegen. Da ist vor allem ein ganzer Tanklaster. Kann man denn die Welt irgendwie auf Null setzen wieder? Nee, aber ich hole mir einfach noch so eine Gasflasche und spreng mich mit dem Tanklaster. Ein kühner Plan. Da ist ein Rad. Licktube. Ah. So, Achtung, 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 Achtung und. Ja, weit geflogen bist du jetzt nicht. Es ging mir auch gar nicht darum. Warum nur? Soll ich nochmal zu der Sprungschanze hinten laufen? Dass man da eher so. Das ist halt mehr so ein Sprungturm mit Swimmingpool und so. Nein! Nicht schon wieder in den Radkasten. So. Ja, vielleicht, wenn du dich da oben von dem Zehner runtersprengst. Springst du oder sprengst? Beides. Da ist ja nicht mal Wasser drin, oder? Das ist doch besser. Kann man weiterfliegen. Bist du schon mal vom Zehner gesprungen? Nee. Bist du schon mal vom 1-Meter-Brett gesprungen? Ja. War es schlimm? Das Schlimmste war, glaube ich, mal vom 5-Meter-Brett, oder? 3 Meter bin ich dann öfter gesprungen, 5 Meter oder 7 Meter. Weil hier ist auch schon für Christian Ziege ist hier auch Schluss. Wie? Das gibt's ja nicht. Bei dem war immer schon eher früher Schluss. Auch mit der Karriere und so. Aber. So. Schön, schau, da ist eine goldene Ziege. Das ist gut. Was mache ich jetzt damit? Drauflatschen, glaube ich. Okay, das war einfach. Da ist eine Gasflasche. Ich glaube, das ist schon Sinn der Sache hier. Wie hast du die jetzt vorher? Na, einfach loslassen, wenn man. Und mit Zeitlupe oder ohne? Ja, mit erzählt er die Zeit trotzdem. Achso. Springen und loslassen. Ja. Explodiert auch! Mach Ragdoll an wenigstens. Ach, siehst du, du kannst auf das Trampolin draufspringen. Ach, guck an. Das wäre gut gewesen. Da wäre noch eins gewesen. Ach, nochmal, nochmal. Eine Matratze. Das ist eigentlich echt wie Christian Zieges Leben. Was? So dieser steile Aufstieg und dann... Trampolin auf die Matratze. Ja, und dann der steile Fall nach oben. Oh, das ist aber auch geil. Sag ich doch. Das ist viel besser. Aber wie kommst du denn da? Wie runter? Einfach mit runter. Wie wär's damit? So, und das ist einfach Ragdoll an, oder? Wenn ich Vollstoff hab. So. Ja. Ja. Ich muss erst später, ich muss glaube ich erst ab dem Hügel hier, erst ab hier Ragdollen und vorher noch Vollgas geben. So. Nein, nein. Wie der Hannawald. Schlechte Haltung. Ziege. So, ab hier, so. So. Mach halt, du blödes Zicklein. Was macht der denn? Oh, oh, jetzt komm, 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 komm. Ja, gar nicht schlecht. Komm schon. Nochmal. Du kannst auch ein paar Flips machen in der Zwischenzeit. Wie macht man das? Rechte Maustaste gedrückt halten und dann mit den Käusertasten. Ja, schon 1 Sekunde in der Luft. Vielleicht, wenn du das nur genauer und oft genug triffst, das Trampolin. Dass sich das immer weiter hochschaukelt. Entgegen allen Gesetzen der Physik. Warte mal, hier kann ich jetzt wieder. So. Das ist echt alles genau wie in meinem Traum. Ja, 3 Sekunden, nur noch doppelt so hoch. Ah, siehst du? Geil, was ist Reach jetzt hier? Reach for the moon. 50 Meter musst du schaffen, jetzt warst du schon bei 38. Komm nochmal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, 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 ja. Ich komme mir zum 40. ersten Mal im Leben so vor, als würde ich irgendwas erreichen. Nee, au, au, au. Schaffst du nicht, schaffst du nicht. Ah. Ah. Au. Wir haben übrigens einen Zaungast bekommen. Wer das ist, verraten wir in der nächsten... Hat das gerade schon durch seine blöde Ziegengackerei verraten. In der nächsten Folge mehr Ziegenquatsch. Tschüss. Ciao.